Haben Sie Shining gesehen, Susan? Ja, der Liebesfilm mit der... Wie heißt sie noch gleich? Nein. Sylvia Roberts. Shining ist genau das Gegenteil von einem Liebesfilm. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung vom Kinocast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Hallo Erik. Ja, genau. Ich bin der Erik. Viele Grüße an alle Hörerinnen und Hörer. Bis nächste Woche. Tschüss. Mach's gut. Wir haben noch eine schlechte Nachricht für euch und dann sind wir weg. Schönes Wochenende dann. Wir reden jetzt wieder wie immer über ein paar Filme. Und wir hatten ja letzte Woche eine Sneak gehabt. Wieder mal eine Heim-Sneak. Denn es geht ja wieder los mit Kinoschließungen, dass die Kinos nicht öffnen dürfen. Während der Pandemiezeit. Ja, wir müssen jetzt halt mal alle durch, bis das Ding mal ausgestanden ist. In anderen Ländern waren sie da viel rigoroser und die sind jetzt schon völlig über dem Berg, wenn ich nur an Australien gucke oder so. Gut, die sind halt eine große Insel. Die können das ein bisschen besser kontrollieren, wer raus und rein geht, aber trotzdem, die waren halt etwas rigoroser. Nordkorea auch, oder? Ja, die haben es, glaube ich, auch im Griff. Keine Insel. Genau. Der Unterschied zwischen uns und Australien ist halt, dass man nicht nur auch verboten hat, innerhalb, also ins Ausland zu fliegen, sondern halt auch innerhalb der Bundesstaaten zu fliegen. Hm. Also Queenslander dürfen nicht nach Victoria oder so, ne? Also du musst halt in deinem Bundesland bleiben. Ja. Wie heißt denn das richtig bei denen? Heißt das Bundesland? Das ist vielleicht ein Bundesstaat sogar, oder? Ja, eher ein Bundesstaat. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also es wär zum Beispiel sinnvoller gewesen, wenn es zum Beispiel bei uns auch gewesen hätte, Baden-Württemberger dürfen nicht nach Bayern. Aber das bringen den Covid-Idioten mal bei, ne? Das, ja, eben. Die können ja nicht mal ihre Maske richtig aufsetzen, ne? Ah. Ja. Naja, anderes Thema. Ja. Um eine Reise ging es auch tatsächlich in unserem Sneak-Preview-Film. Da hatte der Chris den Film ausgesucht, Bon Voyage, ein Franzose in Korea. Und ein Film, eine französisch-belgische Koproduktion. Das ist immer bei mir mit einem leichten Angstgefühl verbunden. Ich kann sagen, ist der Moment, wenn der Erik die Luft anhält. Film aus Belgien. Ich aufpassen muss, dass da nicht gleich ein paar Tröpfchen hier daneben gehen. Vor Angst. Und, ja, genau, vor Angst. Ja. Aber ja, also den Film kann man schauen über die Plattform kino-on-demand.com und damit könnt ihr eure regionalen Kinos unterstützen. Also jetzt nicht nur bezogen hier auf unser Lieblingskino, sondern machen eigentlich alle möglichen Kinos aus ganz Deutschland mit. Das heißt, wenn euch der Film jetzt gefallen hat, den wir euch vorstellen, oder wenn euch der irgendwie interessiert, dann klickt euch da mal rein. So ein Account ist schnell angelegt und dann könnt ihr da für 5 Euro den Film gucken. Kostet also weniger als eine normale Kinokarte an einem Wochenende und könnt ihn dann schön zu Hause gucken. Die meisten haben ja auch ein schönes Heimkino bei sich zu Hause und können ihn dann in Ruhe genießen. Es gibt sogar, wenn man fünfmal einen Film guckt, also 25 Euro ausgibt, kriegt man sogar irgendwie einen Gutschein für den nächsten regulären Kinobesuch. Also von daher spricht eigentlich nichts dagegen. Und wir hatten jetzt also Bon Voyage, ein Film von Eric Lartigau, der Regisseur, mit Alain Chabat, Donna B. und Blanche Gardin. Sagen mir alle nichts, die habe ich vorher noch nie irgendwo gesehen. was komisch ist, weil ich gucke ja doch öfters mal französische Filme und Serien und sowas. Und die Hauptfigur ist Stefan, der hat ein Restaurant im französischen Baskenland und will das so nach und nach auch irgendwie an seinen Sohn weitergeben und er hat auch noch irgendwie einen zweiten Sohn. Und am Anfang werden wir so ein bisschen reingeschmissen. Da gibt es so eine Hochzeitsfeier, wo alles irgendwie so ein bisschen komisch läuft und so. Und irgendwie war das einer der Söhne, der sich dann plötzlich mit einem Jungen geknutscht hat. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube. Am Anfang nicht so richtig, auf jeden Fall war alles irgendwie kurios, die ganze Situation. Und wir sehen dann, wie er halt doch irgendwie ein bisschen alleine ist, weil mit seiner Ex-Frau hat er zwar noch Kontakt, aber irgendwie fühlt er sich halt doch ein bisschen allein und hat irgendwie die sozialen Medien für sich entdeckt, insbesondere Instagram. Und hat dort auf Instagram Kontakt mit einer Frau aus Südkorea, mit der er immer mal so hin und her schreibt und die postet immer mal so Bilder, die sie gemalt hat oder mal so andere Fotos, ne?
Und sie unterhalten sich dann immer mal und irgendwann beschließt er dann doch mal, nach Südkorea zu fliegen, um sie quasi mit seiner Anwesenheit zu überraschen, weil er irgendwie das Gefühl hat, dass die beiden sich doch relativ nahe gekommen sind über die Chats die ganze Zeit und möchte sie halt treffen und sagt dann so, ja, ich komme dann morgen dann und dann an und sie sagt, okay, ich hole dich ab, aber das klappt alles nicht so richtig mit dem Abholen und er sitzt dann erstmal so in dieser Stadt fest. Vielleicht, ich will mal nicht zu viel verraten, deswegen, ich weiß nicht, ob man da schon, ob man noch einen Schritt weiter geht oder nicht. Was meint ihr? Ja, ist okay. Hängt dann erstmal ein bisschen auf dem Flughafen fest, wie bei Terminal, bei Forrest, nicht Forrest, Tom Hanks. Tom Hanks, ja. Gleicher Schauspieler, und, ja. Wer erinnert sich nicht hier? Forrest Gump im Flughafen mit seinem Volleyball-Wirsen. Wer erinnert sich nicht an diesen tollen Film? Ah, der war super, ne? Genau. Ja. Wo er dann immer Tischtennis gespielt hat im Flughafen. Ja, damals in Philadelphia. Und mit den Shrimps, das Shrimp-Restaurant aufgemacht. Was ja, ein Mashup. Genau, wie fanden wir das denn nun jetzt eigentlich so? Also, Kate, wie fandest du es denn? Ich fand es ehrlich gesagt sehr, sehr charmant. Ich fand, am Anfang habe ich mir gedacht so, oh, was ist das? Weil der war schon so ein bisschen sehr seltsam, der Typ. Aber das ist halt, das merkt man dann halt während dem Film auch, dass es einfach seine Art ist. Er ist ein sehr offener Mensch, er spricht halt einfach Leute an, wo du daneben stehen würdest und sagen würdest, oh Gott, halt die Klappe, oh, Facepalm. So ging es einem zwischendurch mal. Aber andererseits war das halt auch irgendwo total charmant. Was mir halt extrem gut gefallen hat, war, als er dann in Seoul war, beziehungsweise auch schon am Flughafen, weil es gab immer wieder Momente, da haben Chris und ich uns angeguckt und mussten lachen, weil wir halt dort waren. Wir waren an dieser Stelle, wo er war. Wir sind an dem Flughafen, an dem Terminal gewesen, wo er war. Ja? Wir sind den Weg gelaufen, wo er gelaufen ist in dem Film. Und das finde ich halt immer total schön. Es hat so ein bisschen auch Fernweh ausgelöst, aber abgesehen von diesen Szenen, die mich halt einfach wieder zurück in unsere Urlaube gebracht haben, war der Film in Ordnung. Ich fand es ein bisschen rüde von ihm, dass er einfach so hingeflogen ist und wiederum rüde von ihr, dass dann da so viel schiefgelaufen ist, wie du schon erwähnt hast. Andererseits fand ich es total schön, wie er sich so entwickelt hat. Von diesem leicht schrägen Typ zu diesem total fröhlichen Menschen. Und meine Meinung über diesen Film wird halt von diesem Gefühl, dieses Wiedererkennens ein bisschen überschattet. Ich glaube, da bin ich einfach ein bisschen, ja, wie sagt man, beeinträchtigt von. So ging es uns eher am Anfang. Weil ich habe dann versucht rauszufinden, wo der gedreht ist, der Film. Ja. Habe erstmal nichts gefunden und dann haben wir aber auch ein paar Sachen erkannt. Und das ist wirklich da, wo wir jetzt quasi vor ein paar Monaten erst gewesen sind. Und das französische Baskenland und dieses, ja, was du jetzt so ein bisschen als kurios darstellst, die sind halt alle sehr, sehr freundlich. Das ist jetzt nicht wie in Paris, wo jeder so seinen eigenen Weg geht und lass mich bloß in Ruhe und so, wie es halt meistens so in Großstädten ist. Ist halt wirklich da in der Gegend, wenn du da irgendwo ein bisschen rumläufst, dir was anschaust, da spricht dich jemand an und suchen sie, kann ich helfen oder was machen sie denn hier? Wirst du irgendwo, was am Anfang. Nicht so wie im Schwäbischen, ne? Also wenn du dann irgendwo in ein Dorf reinfährst, wo grundsätzlich einer dran steht und Kehrwoche macht. Oh, ein und dann, nein, eben. Du gehst da, fährst dann dahin, hältst dann dort an und machst Fenster runter und fragst, Entschuldigung, wo ist denn die und die Straße? Und dann kommt nicht in die Antwort, sondern es kommt. Zu wem wählt sie denn? Zu wem wählt sie denn? Okay. Dann müssen sie dahinter links. Wahre Geschichte, mir auch schon passiert. ich möchte auch das aufgreifen, was Kate gesagt hat. Der Film hatte mich in dem Moment, als es losging, nach Korea rüber zu schippern. Und ich fand das einfach überragend, weil ganz arg viele Sachen, sofort, es war innerlich, hatte ich sofort wieder dieses schöne Gefühl von, okay, da geht richtig was ab, das ist eine richtig coole Gegend da, das ist richtig spaßig, das ist eine ganz andere Gesellschaft wie hier.
die Leute sind anders drauf. Es wirkt seltsam, aber oder manchmal sehr, sehr schroff und abweisend, aber auf der anderen Seite dann wieder total herzlich, auch wenn man die wirklich kennt. Nicht so oberflächlich herzlich wie jetzt die USA zum Beispiel, sondern einfach, da ist dann wirklich ganz arg viel Bemühen dabei. Und dadurch, dass man halt, der Film ist für mich so wirklich aufgeteilt in mehrere Phasen. Das ist einmal dieses ländliche Idyll in Frankreich, dieses Verlassen von der Komfortzone dann auch und einfach mal was ausprobieren und dann in ein völlig fremdes Land zu reisen, wo man wirklich nicht wirklich die Sprache spricht, wo man nicht weiß, wie und was einen erwartet, sondern einfach sich auf ein Abenteuer begibt. Dann diese komplett eigene Welt in dem Flughafen in Seoul, der wirklich riesig ist und wir auch da einige Sachen wiedererkannt haben. Dann auch der Trip nach Seoul hinein. Und wenn man mal in Seoul unterwegs ist, wird man auch sehr schnell sehen, okay, die Stadt ist zum einen abgefahren modern und hat Hochhäuser und schlag mich tot. Und auf der anderen Seite diese ganz kleinen Märkte und diese kleinen Essensstände und dann wieder die Kultur mit den ganzen Tempeln, die in der Stadt auch verteilt sind und schlag mich. Das ist so cool, das ist so witzig auch teilweise. Und also ich saß halt vom Fernseher und habe gedacht so, meine Güte, ja, da waren wir. Und eine Szene war richtig, richtig geil. Da saßen wir dran und haben die Straße erkannt und das war die Straße, oh Gott, ja. wo ich gebratene Würmer oder Maden probieren musste. Das war so Larven. Oder irgendwie so Larven. Da gibt es ein Foto oder sogar ein Video, wo wir genau an dieser Straßenecke, wo man den Film von oben sieht, stehen wir und essen, also ich nicht, ich habe es nicht probiert, gebratene Larven. Das ist halt einfach abgefahren. Oder dann ist der da mal auf Richtung Seoul Tower unterwegs und der Chris und ich, wir gucken uns an, fuck! Wir sind auch da lang. Der Moment, wo da mit der Seilbahn hochfährt, ja. Das ist aus dieser Seilbahn habe ich schon per wie heißt das Programm, Skype, bei mir zu Hause angerufen und habe meiner Mutter zum Geburtstag gratuliert, aus dieser Seilbahn raus. Also ganz arg viel, das hat ganz arg viel einfach so Gefühle ausgelöst, einfach so Erinnerungen, und dann auch nochmal ins Gedächtnis gerufen, was für eine verdammt coole Zeit wir eigentlich immer in Korea hatten bisher. Und deswegen, das ist so ein, was der Film für mich allerdings auch ganz gut eingefangen hat, weil er eben in diese verschiedenen Bereiche reingeht, raus aus dem, was ich habe, raus aus dem Idyll, rein in was ganz anderes, mal was ausprobieren, dann klappt vielleicht nicht immer alles, es ist nicht immer so, wie es aussieht im ersten Moment, im zweiten Moment, dann ist doch wieder so. Das fand ich ganz arg schön und ich fand die Hauptdarsteller, oder den Hauptdarsteller, den Stefan, fand ich auch eigentlich relativ sympathisch, muss ich sagen. Der ist halt so ein richtiger kleiner Kauz, auch mit all seinen Macken und all seinen Dingern. Und insgesamt fand ich es eine ganz runde Sache. Ja, ich glaube, wenn man die ganzen Verbindungen, die ihr jetzt da zu Korea habt, wenn man die nicht hat, das nicht kennt und nicht jede Ecke und jede Einstellung feiert, dann macht es einem der Film schon ein bisschen schwerer. Ich fand der Film, ich fand es schön, wo er dann endlich mal losgeflogen ist, damit die Story endlich mal ein bisschen vorangeht. Und dann verliert die Story aber völlig den Faden in dem Flughafen, wo er dann erstmal so rumhängt, weil man fragt sich dann auch, ja, warum geht er jetzt nicht einfach mal raus ins Hotel? Das habe ich auch gefragt. Das habe ich mich auch gefragt, warum er nicht rausgeht und ein Hotel nimmt. Warum muss dann ein erwachsener Mann, der ja auch ein bisschen Geld für die Reise hat, ja, der hat sich ja jetzt nicht nur darauf verlassen, dass er bei der Frau jetzt unterkommt, sondern da macht man sich ja vorher mal ein bisschen einen Plan und hat da zumindest mal irgendwo was, wo man andocken kann. Und ich glaube, Korea ist jetzt auch nicht gerade, was weiß ich, New York City, Downtown, wo man jetzt kein Hotel für einen bezahlbaren Preis kriegt, sondern da kriegst du ja bestimmt günstige Hotels und anstatt auf dem Flughafen die ganze Zeit rumzuhängen wie so ein Penner und ich meine, wenn du dich mit einer Frau treffen willst, vielleicht ganz gut, wenn du vorher mal duschst nach so einem langen Flug oder so, ich weiß nicht, also hat er ja auch gemacht da in diesem Spa, aber da hat die Story für mich völlig den Faden verloren. Weil da hat er sich mal mit dem getroffen und das hatte für die spätere Geschichte überhaupt keine Bewandtnis mehr. Also was dann noch kam, wo er dann die Stadt runtergeht und so,
Da hatte dieses Ganze, was er da am Flughafen eine halbe Stunde lang gemacht hat, hatte null Bewandtnis. Also null. Ganz im Gegenteil. Plötzlich sitzt er auf einmal im Bus. Ja, du weißt nicht, fährt in die Stadt rein, ne? Ja, also mir war das klar, weil wir auch mit so einem Bus schon gefahren sind. Ja, nee, aber das hatte sich in keiner Weise irgendwie angedeutet. Der hing die ganze Zeit doch im Flughafen rum. Natürlich, dann hast du nicht aufgepasst. Der hatte eine Unterhaltung mit einem und der hat ihm gesagt quasi, dass er nicht immer, dass er auch mal über sich hinauswachsen soll. Irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber gab es eine Unterhaltung, wo dann für ihn so ein bisschen ein Licht aufgegangen ist und zu sagen, quasi gesagt hat, so okay, ich warte jetzt hier nicht länger, ich ergreife erneut die Initiative und gehe los. Und das ist halt auch was, das mit dem Bus, das versteht man halt insofern nur, wenn man entweder da war oder es halt weiß, weil der Flughafen Solingen ist eine eigene Insel. Der ist ja nicht mit auf dem Festland. Ja. Die wurde ja ist eine aufgeschüttete Insel, die wurde künstlich erzeugt, um diesen Flughafen zu bauen. Und das heißt, du kannst halt nur aufs Festland über diese Brücke. Und das ist halt auch, der sitzt in diesem Bus und fährt diese Brücke entlang. Und auch hier wieder, fuck, in dem Bus saß ich auch. Oder in so einem Bus saß ich auch. Ich bin auch diese Brücke entlang gefahren. Und man erkennt es halt einfach wieder. Und das ist. Ich hatte echt Angst, dass er die ganze Zeit auf diesem Flughafen bleibt, weil dann hätte der Film mich verloren. Weil dann hätte ich es einfach traurig gefunden, dass er da jetzt einfach sitzt und wartet. Naja, so, vor allem fliegst du irgendwo hin, dann gehst du auch mal raus. Und genau, und das hätte ich einfach schade gefunden, wenn nicht von der tollen Stadt was gezeigt wird. Haben sie ja dann noch gemacht. Das war aber dann auch irgendwie ein bisschen alles hoppla hopp und so. Fand ich aber ganz gut, dass er nicht so den üblichen Weg dann einschlägt. Und ich fand es auch ganz gut, also ein paar Szenen gab es schon, die auf dem Flughafen ganz gut waren. Gerade zum Beispiel mit der jungen Dame, die an der Bar gearbeitet hat, die am Anfang die immer nur auf ihr Handy geguckt hat. Er hat versucht, mit ihr zu sprechen. Und erst als er dann irgendwie mal in Anführungszeichen berühmt geworden ist, dann wollte sie plötzlich doch mal mit ihm sprechen und so. Also dieses ganze Social-Media-Thema und Bekanntwerden und so, das war schon ganz nett dargestellt, aber ich fand, der war wirklich, das drehbuchmäßig hätte man da wirklich wesentlich mehr draus machen können, dass es besser erzählt ist und dass einen die Geschichte mehr mitnimmt. Weniger Flughafen, mehr Stadt. Ja gut, Stadt ist jetzt auch, wie gesagt, ich kannte die Stadt nicht, also in Südkorea war ich noch nie. Ich fand das alles ganz interessant und so, aber das hat mich jetzt nicht, das war jetzt nicht so, dass mich das emotional mitgenommen hat. Mich hätte die Story und gut, das kann ich jetzt nicht verraten, warum die Story dann irgendwie nicht in so einer bestimmten Richtung weitergeht. Aber dadurch, dass das gefehlt hat, war halt irgendwie so der Drive irgendwie weg. Ja, und dann war es halt eben nur noch ein bisschen Sightseeing und wenn man da noch nie war, denkt man, ja, nett, okay. Ja, sieht doch alles schön aus und dort. Also ich kann doch voll verstehen, dass ihr da, ich kenne das ja von mir, wenn ich irgendwas sehe, wow, da war ich schon und so. mehr davon und länger bleiben. Aber die Story selbst, wenn man jetzt ganz sachlich rangeht, hatte die wirklich extreme Defizite. Und ja, das stimmt. Ja, die war dann ein bisschen dünn, das ist richtig. Ja. Die war auch schon dünn, als es noch in Frankreich war. Also selbst da, wo es mir die Gegend gefallen hatte. Da war halt irgendwie plötzlich, irgendwie am Anfang begann das mit dieser Hochzeit, da wurde es irgendwie total reingeschmissen. Da kein bisschen Figurenexposition, kein bisschen, ja, der ist jetzt das und der ist das und mal langsam ranführen, sondern irgendwie alles ins kalte Wasser geschmissen und dann gab es auch gleich so diese verwirrenden Szenen und dann fährt er von A nach B und irgendwie alles komisch dann. Und fand ich aber dann ganz nett, wie er dann so richtig sein Restaurant umrüstet, da diese ganzen komischen Jagdtrophäen da weg. So. Das war schon ganz nett. Oder auch sehr schöne Szene, fand ich, wo er dann mit dem koreanischen Koch im Flughafen kocht und so. Er hat wirklich schöne Szenen fand gehabt. Fand ich auch gut. Wobei mir da auch viele, gerade auf diesem koreanischen Flughafen, haben viele Szenen so gewirkt, als wären das Laiendarsteller. So, haben sie vielleicht da gedreht und haben gedacht, oh ja, hier können wir mal. Und gerade der koreanische Koch, der wirkt jetzt nicht gerade besonders kameraerfahren. aber um ganz kurz nochmal auf die Schauspieler zu kommen, dass er gesagt hier, sie kanntest du nicht oder hat dir nichts gesagt, also die so, wie sie ja heißt im Film, Dona Bae hat schon mitgespielt in Jupiter Ascending, in Cloud Atlas, in was weiß ich noch alles.
Also die hat schon, daher kam mir die auch bekannt vor. Cloud Atlas, auch so ein furchtbarer Film. Ja. Ganz grausam. Ja, trotzdem. Ach, ich sehe gerade hier, die hat doch bei Kingdom mitgespielt. Und? Ja. Welchen Film schaut er da im Kino? In Korea? Oh. Kingdom. Ah. Echt, ist das Kingdom? Echt, ja, das? Stimmt. Oh, das ja, witzig. Ich grad. Ja, auch witzig. Ja. Ja. Ja, nee, war schon ganz, also cool schon, ja. Aber mit Defiziten. Also deswegen von mir 6,5 von 10 Punkten für eine Sneak völlig okay. Also fand's sehr gut, war jetzt nicht irgendwie langweilig. Ja. Okay, die K-Pop-Bands waren auch geil. Ja! Ja, aber es, das ist halt wirklich so. Das ist echt abgefahren. Also das haben sie brutal gut, weil wir ich haben immer noch sind einen da auch Song. Schon in sowas reingeschlittert. Also pff. Deswegen. Ich hab im Kopf immer noch diesen einen Song. Also nicht Welchen? Aus dem Film, sondern den wir halt kennen. Lollipolli, Lollipolli. Wäre ich heute für die Musikauswahl eigentlich? Ja, nein, ich habe einen anderen, der auch durch den Film inspiriert wurde. Ja, ich habe ihm 7,5 gegeben, 7 für den Film insgesamt, also den halben Punkt besser als Erik und einen halben dann für das mit Korea, weil ich das einfach mega gut fand. Ja, ich gebe ihm 8 Punkte, weil ich fand auch die Entwicklung ganz schön, wie er so aus sich rausgekommen ist und so richtig Spaß daran gehabt hat, diese Stadt zu erkunden. Und am Ende des Films wirkte er so unfassbar glücklich und deswegen fand ich das ganz schön. 8 Punkte. Übrigens ein kleiner Tipp von mir. Ich muss ja, jetzt zur Zeit ja nicht mehr, aber ich bin ja immer mal beruflich unterwegs gewesen in die diversen Ländern. Wenn man da keinen Bock drauf hat, irgendwelche kuriosen Sachen zu essen, irgendwie Jellyfish oder irgendwie lebenden Oktopus oder irgendwelche Quatschsachen. Es gibt ja alles Mögliche in diversen Ländern. Ich sag dann immer, ich bin Vegetarier. Weil so Gemüse, das kriegen die immer ganz gut hin. Und in arabischen Regionen kriegst du dann schön so Couscous und sonst was alles. Ich sag dann immer, ich esse kein Fleisch. Ja, hey, das musst du probieren. Ja, nee, ich bin Vegetarier. Oh, was das für sie dann? Das Rindersteak. ich ziehe das dann schon durch, aber da erspare ich mir dann halt. Also ich war schon manchmal mit Kollegen unterwegs, die dann irgendwie von Geschäftspartnern irgendwo eingeladen wurden zum Essen. Und dann irgend so eine regionale Spezialität und wo ich dachte, oh, zum Glück, ey, zum Glück. Okay, sieht es denn aus mit der Sneak für kommenden Montag? Ich habe mich übrigens dran gehalten, ich habe es am Montag geguckt sogar, ne? Zur üblichen Sneakzeit, ja, ja. Oh, ja. Okay, ja, kann man mal machen. Weil da habe ich halt eine Lücke in meinem Terminkalender, weißt du, das kann ich ja da. Ja, wir haben uns, also geben wir jetzt nicht den Tipp, sondern geben wir auch noch den Tipp für für die nächste Woche dann gleich? Wie ist es jetzt? Also, ja, dann können wir den Film? Ja, wir sagen jetzt, welchen Film wir morgen gucken und genau. Einen Tipp für den Film die Woche drauf und dann kann man raten. Ja, okay, also der Tipp für die morgige Sneak dann, also für unsere nächste Heimsneak, die wir leider machen müssen, ist wieder entsprungen von Kino on Demand. Und ist ein Film von Joe Eddy, trägt den schönen Namen Chasing Bullet, Man Myth McQueen. Ich will jetzt die ganze Zeit Chasing Bullshit, das ist ganz arg schlimm. Hast du es nicht sogar bei uns in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, aus Versehen? Chasing Bullshit kann sogar sein. Das wäre witzig. Also wenn das passiert wäre, wäre das extrem. Nee, da steht Bullet, ich hab's richtig. Ach nee, da war drüber das mit diesem Shit-Learning hier. Deswegen. Ja. Ja, das ist ja, ne? Schleswig-Holstein, it's learning. Shit's learning. Wir sind halt gespannt. Ein Film über Steve McQueen. Ja, über quasi die Phase in seinem Leben, bevor er diesen Film dreht, mit dem er sehr bekannt geworden ist, Bullet. Und bin ich sehr gespannt. Nee, also. Danach. Nee, danach. Ja? Ja. Okay. Er will ja aber auch mit Rückblenden. GT390. Aber auch mit Rückblenden. So gut, wenn wir einfach beide gleichzeitig reden, ist immer geil. Super. Dann gucken wir ihn an, dann wissen wir, um was es geht. Bin gespannt, ja. Genau. Und die Woche drauf dann? Der Tipp, da haben wir jetzt einen Tipp. Da haben wir einen richtigen Tipp, so einen Ratetipp. Den postet man den eigentlich, machst du das dann auch als Tipp oder so? Das wäre cool. Ja, kann man machen. Können die Leute mitraten. Ja. Mal machen. Der also, Tipp ist auch von Kino on Demand, ne? Ist ja schon mal die Einschränkung. Steuerparadies. Steuerparadies. Ich glaube, ich habe da schon einen Tipp. Ja. Okay, dann gucken wir mal, was wir noch so geschaut haben. Heimkino.
Ihr habt The Banker geschaut. Das habe ich auch geguckt. Schreibe ich bei mir auch mit rein. Aber darf von euch mal jemand das Wort ergreifen? Der Chris. Da trinke ich mal. Der Chris darf. Das ist sehr nett, dass der Chris das darf. Der Banker ist ein Film, den es aktuell bei Apple TV Plus gibt. Und in der Hauptrolle sieht man zwei sehr bekannte Gesichter mit Anthony Mackie und Samuel L. Jackson. Juhu. Das heißt eigentlich zwei Avengers oder zwei von Richtung Avengers gehen. Nicolas Holt oder so war das doch noch, oder? Ich hole gerade Luft. Dazu stößt noch Nicolas Holt und Nia Long. Danke, dass du... So, ein bisschen eine Abwertung. Zwei sehr bekannte und Nicolas Holt. Aber Nicolas Holt ist jetzt nicht unbedingt die Hauptrolle. Das stimmt. Und ich habe von der Hauptrolle gesprochen. Okay. Okay. Go ahead. Ja, danke. Schön, dass du mir zuhörst. Wenigstens einer. Ein 2-Stunden-Film. Ich komme vor wie in der Schule hier. Irgendein, der eine hört nicht zu und die andere quäkt immer dazwischen. Ist total toll. So, Ann-Kathrin, bist du jetzt mal bitte leise, sonst gehst du bitte 5 Minuten vor die Türe und denkst, oh Mann, Herr Bendel. Gehst du in die stille Ecke. Ja, stille in deine Wuthöhle. Die sind ganz schön streng. Auf die Wuthöhle oder auf die stille Treppe, genau. Mal den Namen tanzen. So, The Banker, jetzt aber zurück. Wir haben die 1960er Jahre. Und wenn man sich in den USA zurückerinnert, wie das damals war, Gesellschaft war nicht so offen für farbige Menschen. Also nicht nur, es waren Weißbrote überall und die haben alles regiert, so mehr oder weniger. Und da setzt eben dieser Film an, weil Anthony Mackie, also er spielt Bernard Garrett. Und Bernard Garrett möchte in die Immobilienbranche einsteigen. Und zwar möchte er Häuser kaufen und die dann an auch farbige oder an Schwarze vermieten, an Afroamerikaner vermieten. Und das gestaltet sich halt alles ein wenig schwer. Und er tut sich dann mit Samuel L. Jackson zusammen, der so einen Nachtclub, war es glaube ich, oder sowas hat, oder mehrere Nachtclubs und halt auch ein bisschen Kohle locker sitzen hat, der ihn dann finanziell unterstützt. Und zusammen machen sie sich auf, eben mehr und mehr Immobilien zu holen und das auch mal für andere Leute zu vermieten, wie nur Weiße. Und dass da ganz arg viel mit Rassismus dann auch am Hut hängt, sollte für sich sprechen. Und irgendwann kommen sie auf die glorreiche Idee, hey, lass uns doch einfach ein Gebäude kaufen, wo eine Bank drin ist, weil wenn wir der Besitzer von dem Gebäude sind mit der Bank drin, werden die einen Teufel tun und uns keinen Kredit geben, weil das immer eins der größeren Probleme ist, da die Finanzierungen über die Banken machen zu können. Jetzt ist das als Schwarze zu der Zeit überhaupt nicht einfach und deswegen trainieren sie sich Nicolas Holt, also Matt Steiner, trainieren sie sich an, der quasi in die Rolle von den beiden schlüpft, komplett gebrieft wird, komplett geschult wird und alles und eben dann die ganzen Verhandlungen immer führt, als Strohmann sozusagen. Und das ist tatsächlich ein Modell, was auf kurz oder lang funktioniert. So, wie es jetzt dann weitergeht ab dem Punkt, will ich jetzt noch nicht verraten. Ist aber wohl tatsächlich auch basierend auf einer wahren Geschichte, wenn ich es noch richtig weiß. Ja, zumindest auf wahren Begebenheiten. Oder auf wahren Begebenheiten, der, genau. Der eine... Ja, doch, auf jeden Fall. Da kamen ja auch am Ende noch Fotos. Also tatsächlich, die historischen Personen gab es tatsächlich wirklich so. Der Sohn von dem Bernard Jarrett, der im Film porträtiert wird, der hatte dann auch irgendwie so eine MeToo-Anklage und sowas am Hals. Deswegen war das ein bisschen schwierig, denn da wollten sie Anfang des Jahres ins Kino bringen, den Film. Und dann gab es ein bisschen Debatten. Und irgendwann hat es dann Apple TV gekauft. Okay. Und ja, der Anthony Mackie wird am Anfang noch kurz gezeigt. Er arbeitet als Schuhputzer erstmal und schnappt so ein paar Sachen auf von irgendwelchen weißen Geschäftsleuten und notiert sich das alles und horcht an offenen Fenstern ein bisschen zu, wenn die Geschäfte machen und schnuppert da so ein bisschen rein, wie das so funktioniert und reimt sich da viel selber zusammen, ist halt sehr, sehr dran interessiert und
Genau, und die bauen sich dann mit einigen, am Anfang ist so ein bisschen, ja, so eine Erfolgsgeschichte und dann wird es so eine leichte Con-Geschichte, wenn sie dann irgendwie ein paar Leute über den Tisch ziehen und dann machen sie ganz wilde Sachen, ne? Ja, deswegen sage ich ja, will ich nicht weiter erzählen, was dann noch dann passiert, weil... Und ganz am Anfang wird ja schon gezeigt im Film, dass es in einem Hearing vor einem größeren Auditorium, Gericht oder irgendwas anderem endet. Beziehungsweise gibt es dann mal, darauf wird es dann mal hinauslaufen. Ne? Ja. Wo man sich schon denken kann, ist vielleicht doch keine so gute Idee, wenn in der damaligen Zeit da als Schwarze so sehr aktiv zu werden in der Geschäftswelt. Hm. Ja, weil es gibt überall Arschlöcher. Ich fand den Film sehr gut. Also auch hier mal wieder den, wie hieß er bei Raumschiff Enterprise, hieß er O'Brien, hier den auch mal wieder zu sehen. Der hat ihn am Anfang mal unterstützt. Call Mini. Ja, der hat ihn am Anfang mal massiv unterstützt gehabt und ihm eine Chance gegeben, weil er selber als irischer Einwanderer immer über den Tisch gezogen wurde und weiß genau, wie das läuft. Und dann, okay, wenn sich zwei Underdogs hier zusammentun, dann haben wir vielleicht eine bessere Chance. Und ja, und dann noch so, wie es gedreht war, fand ich sehr, sehr gut, auch gut gespielt. Und dadurch, dass er sich an wahre Fakten hält, ist es leider nicht so rund, wie ich mir solche Sachen eigentlich immer ganz gern wünsche. Ich habe immer gern solche richtig schönen Erfolgsgeschichten, weißt du, so von Zero to Hero und sowas. Aber das konnten sie ja dann nicht zu sehr drehen, wenn die wahre Geschichte so ist, die ich nicht kenne. Ja. Also ich kenne ja die wahre Geschichte, kannte ich vor dem Film jetzt nicht, aber fand es extrem gut gespielt von allen. Hat mir große Freude gemacht, den Film anzuschauen. Und hat auch ein gutes Tempo gehabt, der Film. Ja, obwohl er 2 Stunden geht, kam es einem irgendwie nicht so vor. Also man hat eigentlich keine nennenswerte Länge drin gehabt. Gab es halt immer verschiedene Projekte, die da angestoßen wurden. Im Film mal hier was, mal da was. Überall gab es Schwierigkeiten und mussten Lösungen gefunden werden. Und schon echt ein guter Film. Also ich glaube, wenn der lief ja auch mal kurz im Kino in den USA. Damit hat er sich ja die Chancen gewahrt, dass er vielleicht zu den Oscars zugelassen wird und solche Filme, die auf realen Begebenheiten basieren, die haben da eigentlich immer ganz gute Chancen und denke ich mal auch, also sowohl Darsteller als auch Regie, wenn jetzt nicht gerade dieser Skandal, der da mit einem hergeht, zu sehr das überschattet, dann denke ich mal, sehen wir den vielleicht bei den Nominierungen wieder. Ach, Kay, du hast auch mitgeguckt, ja? Ja, ich habe ihn auch gesehen. hat mir auch ganz gut gefallen. Ich habe die Tage noch mal auch einen Film gesehen, der ist mir aber irgendwie mehr im Gedächtnis geblieben. Ich fand The Banker zwar echt gut, aber der Chris jetzt nicht noch mal zusammengefasst hätte, um was es geht, oder ich jetzt hätte noch mal nachlesen müssen, ich hätte es so nicht mehr auf die Reihe gekriegt. Weil es ist, dadurch, dass er halt sehr lang ist, es wird sehr, sehr viel erzählt. Ich bin teilweise nicht mehr mitgekommen, auch weil ich weiß gar nicht, ich habe nebenher auch noch irgendwas gemacht, weil er mich halt auch nicht total gefesselt hat. Er war gut gespielt, gar keine Frage, aber irgendwie er hat mich nicht so richtig gecatcht. Was das für eine schwierige Zeit so gewesen sein muss, aber wohl in Deutschland gab es ja auch extrem schwierige Zeiten für verschiedene, also deswegen mal, es muss ja einfach alles überwunden werden, alles sind gleich. Wenn ich nach Leipzig gucke, haben wir immer noch schwierige Zeiten. Ja. Das darfst du gar nicht, also die Stadt selber, also das sind leider sehr viele aus Stuttgart da hochgefahren, ne? Das muss man halt mal so sagen, wie es ist. Ja. Ja. Gibt es ja mittlerweile auch eine hier von der Stuttgarter Kunst- und Kulturszene einen offenen Brief zum Thema 0711, weil sich ja diese Covidioten da dieses Logo oder diesen Brand, diesen Trademark da verwenden, na, bei ihrem Bullshit, den sie da verbreiten. Ne? Naja. Aber gut, ist ja ein anderes Thema hier. Banker fand ich echt gelungen. Fand ich wirklich schön gedreht auch. Hat sich auch sehr, sehr echt angefühlt irgendwie. So von den ganzen Locations her, von den Fahrzeugen, von den Klamotten. Ich mochte den sehr, den Film. Also ich gebe da, glaube ich, 8 Punkte. Ja, bin ich voll bei dir. Achso. Und Kate? 7. Okay. Ja, ich mal.
Ja, total überzeugt. So 7. Okay, bevor ihr dann weiter ausholt, ganz kurz, ich habe Underwater nachgeholt. Ja. Wie ist das? Es ist erwacht oder so, ne? Ja. Wurde mir so ein bisschen empfohlen mit, könnte dir gefallen. Ich habe natürlich auch die kritischen Worte im Ohr gehabt, die ihr da verwendet habt. Und ich mag ja den einen Darsteller, den, wie heißt der, TJ irgendwas, oder der auch bei Silicon Valley. Der auch hier auch ja, schon so Entschuldigung in alle möglichen Richtungen hat. Ne? Das hat ihn seine Rolle bei Deadpool auch gekostet. Ja, leider. Hm. Aber ich bewerte jetzt hier mal nur seine Rolle und da mag ich ihn einfach da, weil der ist einfach hier bei Underwater auch wieder das Comic Relief, der einfach irgendwie mal furztrocken irgendwelche Sachen raushaut. Ja. Und ich glaube, ohne den wäre der Film nicht so cool gewesen. Und weil das Eigentliche, das war ja furchtbar. Also das Eigentliche, um was es da geht, das ist... hier, Steven Spielberg hat das im Audiokommentar von der Weiße Hai ja auch gesagt, am Anfang siehst du ja den Hai gar nicht, dann siehst du mal einen kleinen Teil, dann siehst du immer mehr und dann siehst du ihn ganz. Ja. Und hier ist halt so, da wo du das etwas dann siehst, ich will es mal nicht beschreiben, ja, da ist es eigentlich vorbei, weil das ist völlig Banane. Was dann hier, also, wenn es wenigstens ein schöner Hai gewesen wäre oder sowas, den kann man gescheit animieren, aber das, was da, es hat auch sehr viel von Gravity, das hatten wir ja, glaube ich, beim letzten Mal schon, ne, wirklich von der einen Station zur nächsten, irgendwie in einer lebensfeindlichen Welt, irgendwie hin und her und so. Hatte schon ein bisschen was, hatte viel Potenzial, hat aber sehr, sehr viel Potenzial verschenkt, fand ich. Und fand ich schade, deswegen kriegt er von mir nur 6 Punkte. Ich frage mich gerade noch einfach, wo ist das Potenzial, aber egal. Das Potenzial... Lassen wir das so stehen, bitte. Die Unterwasserstation und dass da was passiert und sie müssen halt zu anderen Unterwasserstationen, das hätte schon mal Potenzial gehabt, ne? Und ich meine, ich sag's ganz ehrlich, mich hat's schon genervt ganz am Anfang, die ganzen Zeitungsberichte, die einfach nur hingeklatscht sind, so hier lies selbst. Ja, aber so viel nur von mir, Entschuldigung. Ja, ist ein ganz okayer Film, sag ich mal, aus dem Genre. Gibt wesentlich Besseres. So, ihr habt noch einen zusammengeguckt, den vielleicht erstmal, oder wie sieht's aus? Ja. Und ihr habt das Remake von Hexen geguckt. Ganz genau. Ja. Wer will, Chris? Du oder ich? Das darf die Kate jetzt machen. Jetzt muss ich, okay. Also, wir haben Hexen geguckt und ich bin mir nicht sicher, wann oder wie oft ich das Original gesehen habe, weil von der Geschichte hatte ich nicht mehr so viel im Kopf. Aber das Remake ist ja jetzt auf Sky Cinema verfügbar, nachdem die Kinos ja jetzt leider geschlossen haben, ging das direkt an Sky. In den Hauptdarstellern sehen wir Anne Hathaway und Octavia Spencer und in einer Nebenrolle unter anderem Stanley Tucci, worüber ich mich sehr gefreut habe. Worum geht's? Es geht um eine Frau und ihren Enkel. Ist das der Enkel? Also er sagt Oma, ja. Okay, Enkel. Die leben zusammen, nachdem die Eltern irgendwie verstorben sind bei einem Autounfall. Und er begegnet im Supermarkt einer seltsamen Frau, die irgendwie ihm auch ein bisschen Angst gemacht hat. Und er erzählt seiner Oma dann davon und sie erklärt ihm dann, was es für eine Frau war. Und zwar, dass das eine Hexe war und dass es Hexen gibt und in jeder Stadt und dass Hexen Kinder hassen und die Hexen am liebsten alle Kinder zerstören wollen oder vernichten wollen oder so. Fand ich für eine grundsätzliche Geschichte schon ziemlich gruselig. Ich weiß jetzt nicht, wann der Film freigegeben ist. Auf jeden Fall ist dann klar, dass in dieser Stadt eine Hexe das ihr Unwesen treibt. Und deswegen tut die Oma ihren Enkel schnappen und in ein Hotel ziehen. Ganz weit weg und in ein Reich, also so ein Hotel für Reiche, weil da würden die ja wahrscheinlich eher nicht suchen, weil die Hexen, die holen sich dann Kinder, die man nicht vermissen würde, aus irgendwelchen kleinen Städtchen und dann würden die ja natürlich nicht in das Hotel kommen, ja, weil das ist ja nur für die Reichen. So, blöd gedacht, ausgerechnet in diesem Hotel findet ein Hexenkongress statt. Und Ziel dieses Hexenkongresses ist es, einen Zaubertrank zu verteilen an die ganzen Hexen, mit dem sie die Kinder
zu Mäusen machen können, in Mäuse verwandeln können. Und leider passiert das auch dem kleinen Jungen. Er wird in eine Maus verwandelt und muss dann mit Hilfe von anderen Mausefreunden und mit Hilfe von seiner Oma versuchen, die Hexen aufzuhalten und irgendwie wieder vielleicht zurückverwandelt zu werden. Und ob das klappt, das verrate ich natürlich nicht. Abgesehen von ein paar sehr seltsamen Logiklücken und irgendwie ein bisschen storytechnisch nicht so ausgereift, war das ein erstaunlich süßer Film. Ich fand den eigentlich echt knuffig. Coole Schauspieler, zwischendurch mal so das Gefühl, ach du meine Güte, pass jetzt bloß auf. Also man hat schon so ein bisschen auch mitgefiebert, aber eher für Kinder, glaube ich. Da möchte ich gleich einhaken. Ja. Also für Kinder auf absolut gar keinen Fall. Er ist schon arg gruselig, das stimmt schon. Weil, also, wie Anne Hathaway als Hexe dargestellt wird. Ja, schon gruselig. Und da gibt es Einstellungen, wo ich gedacht habe, alter Verwalter. Also da haben sie, das muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn Remake, ja, Story ist bekannt und alles, nichts Neues in dem Fall. Aber was die aus Anne Hathaway teilweise da als Hexe gemacht haben, boah, da hing ich mal kurz dran, so, okay, vielleicht sollte man noch mal ganz kurz gucken, ab wann der Film noch mal ist. Vielleicht für etwas größere Kinder. Ja, aber dann ist es schon wieder, dann ist eher schon wieder langweilig, denke ich. Nur, also das hat mich aber auch abgeholt. Das war eins der absoluten Top-Dinger, wie Anne Hathaway als Hexe. Das, boah, und das hat absolut auch so Albtraumpotenzial teilweise. Ich da auch an die eine Stelle denke, wo sie in den Schacht reingreift. Also das sind schon Sachen drin, die sind extrem cool gemacht. Also das fand ich sehr, sehr, sehr knackig. Ich gucke gerade nochmal nebenher in dem Trailer. Ich glaube, da sieht man das nämlich auch bei dem einen Trailer. So ein bisschen wie Anne Hathaway da wirklich dann auch gemacht wurde. Dann möchte ich auf jeden Fall sagen, also Octavia Spencer ist klar, die finde ich einfach mega cool. Ich glaube, die kann machen, was sie will. Ich finde es immer noch cool. Also die mag ich einfach. Die seit, Gott, wie hieß der Film? Hidden Figures, genau. Ne, nicht Hidden Figures, der andere. Also Hidden Figures, auch mega geiler Film. Warte, Moment, ich hab's gleich. The Help? The Help, genau, danke, The Help. Fressen Sie meine Scheiße. mega gut. Also richtig geil. The Help ist übrigens auch einer der Filme, die man tatsächlich auch in der Schule zeigen kann. Wie ich finde, und das ist auch sehr gut. Und also Anne Hathaway als Hexe, als oberböse Hexe, krasser Shit, wirklich krasser Shit. Die Mäuse waren um Längen besser animiert als alles, was bei Cats rumgerannt ist. Mich haben die Mäuse Gott, zeitweise an die Chipmunks ein bisschen erinnert. Die drei, ja, definitiv. Die Ratten fand ich dann jetzt nicht mehr so geil animiert am Ende. Aber okay, so ist es eben. Ist ein Filmchen, kann man anschauen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich es jetzt mit einem 8- oder 9-Jährigen anschauen würde. FSK also 12 würde ich sagen, okay, ja FSK 12. Okay. Aber also und das auch wirklich, weil er eben Szenen drin hat, puh, da, wie gesagt, da hing auch ich dran und hab schon gedacht, so, da kann sich der ein oder andere Horrorfilm aber mehr wie eine Scheibe von abschneiden, weil das war richtig gut gemacht. Aber ansonsten halt nichts Neues, bisschen, ja, Larifari, bisschen da, Plitscher-Platscher, ja. Ja, aber für mich ist das nichts. Ja. Ich mag so diese Roald Dahl-Verfilmung jetzt nicht ganz so. Also die Kurzgeschichten und sowas, die auch bei Twilight Zone manchmal drin waren, die mag ich ganz gern. Aber ich finde so gerade bei den ganzen, bei den längeren Filmen, gerade bei diesen Roald Dahl-Verfilmungen, ach, hier Charlie und Chocolate. Ja, aber guck mal rein wegen Anne Hathaway, wie sie gemacht haben. Guck deswegen mal rein. Ja, was mich da eher interessieren würde, wäre, wie haben sie Anne Hathaways schwangeren Bauch da versteckt im Film? Weil die war die ganze Zeit schwanger, während sie das gedreht hat. Aber, ich weiß nicht, interessiert mich nicht so, diese Verfilmung. Das ist mir zu sehr zu abgefahren am Musical dran, so diese ganzen Geschichten. Aber die singen gar nicht. Ja, aber so, weißt du, so völlig abgefahren. Und, ja, ich weiß, was du meinst. Das sind halt die Roald Dahl-Geschichten, ja. Was bei mir bei Kurzgeschichten gut funktioniert,
Da gab es bei Roald Dahl echt so ein paar krasse Dinger, so mit so einem Typen auf so einem Schiff, auf so einem Kreuzfahrtschiff, der sich dann mit jemandem unterhält und so. Aber diese ganzen, nee, also diese Verfilmung, hier wie gesagt, Charlie und die Schokoladenfabrik, was nicht alles, das hat mir alles, ist alles nichts für mich. Das ist mir zu strange irgendwie. Ja, also für mich ist das eher nichts. Was gebt ihr so punktemäßig dann? 7. 5 von 10. Wenn Kate überlegt, mache ich nochmal 5. 5, okay. Ja, ich glaube, ich gebe. Nee, wobei. Nee, 6,5. So, jetzt sehe ich hier noch Spione Undercover. Ja, das geht ganz schön. Da war ich auch mal nah dran, hier den mal hier mal aufzunehmen, dass wir den hier mal gucken können. Weil das ist ja Spione so ein Animationsfilm für Kinder, ne? Genau, eine wilde Verwandlung. Es war ganz arg nett, also es dauert 102 Minuten. Und es ist ganz arg nett, weil ganz am Anfang kommt so hier irgendwie dieses Studio mit Scratch, also die, wo Ice Age gemacht haben. Und dann wird einem erstmal bewusst, okay, Ice Age gehört jetzt auch zu Disney. Aber okay, das steht auf dem anderen Blatt. Es geht schlicht und ergreifend um einen Spion, den Spion Lance, der gesprochen wird von Will Schmidt. Im Original. Bei uns spricht im Original, Steven Gätchen. Ja, ja, okay. Und Tom Holland ist sein Gegenpart. Tom Holland ist der kleine junge Erfinder, also die Figur, wo er spricht. Der kleine junge Erfinder, der für diesen Geheimdienst halt arbeitet und so ganz arg nette Gimmicks dann immer macht. Und ja, es ist halt, wie es ist, der Geheimagent, der löst immer alles so auf seine Art, auf sein Ding, mega cool und alles ohne Probleme. Und kommt dann allerdings so ein bisschen ins Kreuzfeuer, weil eine interne Untersuchung eben ergibt, dass er wohl anscheinend was geklaut hat bei seinem letzten Einsatz, was natürlich nicht so ist. Und weil ein Bösewicht sich verkleidet hat als er und kommt dann in das Zentrum der Ermittlungen, versteckt sich dann oder taucht dann erstmal unter. Wo taucht er natürlich unter? Richtig beim kleinen Erfinder. Was passiert? Er benutzt was er nicht benutzen sollte und batz, er verwandelt sich in eine Taube. Das ist eigentlich, ja. Und eine der witzigsten Szenen, kann die sprechen, da ist dann wirklich. Nur so gucken? Ja, ja, die kann sprechen. Okay. Nein, die kann sprechen. Ist dann, dass er sagt, ich kann meinen Schnabel und meinen Arsch gleichzeitig sehen. Das ist eine der besten Szenen. Möchte mal bitte gelobt werden, wie gut ich eine Taube nachmachen kann. Ja, ja, mega. Mega. Du solltest als Synchronsprecher bei Taubenfilmen einfach. Ich kann auch eine Eule. Willst du denn mal eine Eule hören? Nein, nee, mach doch mal den Schweigefuchs, das fände ich schön. Oder den halt die Fresse Vakuum, je nachdem. Nein, also es begibt sich dann halt eben drauf, dass die beiden eben die Reputation des Spions wiederherstellen müssen. Ein Kampf ums Überleben beginnt und auch um die Ehre und was dann Freundschaft ausmacht und alles, ja. Ist relativ seicht alles, ist ja ganz nett animiert. Aber that's it. Also ich habe mir von dem Trailer damals ein bisschen mehr tatsächlich versprochen, weil der Trailer schon sehr, sehr cool aussah. Im Endeffekt ist es ein Film, den man, denke ich mal, so zum Beispiel an Weihnachten oder so, wenn man nicht genau weiß, was man jetzt mit den Kindern anstellen soll, hier, schau mal Spione Undercover. Dann hat man mal 2 Stunden seine Ruhe und gut ist. Also der Film tut keinem weh, aber er ist jetzt auch nicht so das Ding, wo ich sage, absolut geiler Scheiß, unbedingt angucken. Deswegen kriegt er auch nur 4 von 10 Punkten von mir. Das ist natürlich dann ganz schön lang, ne? Wenn man es mit Kindern guckt, hier. Für die ist das dann schon ein bisschen schwieriger. Na, mal schauen. Ich nehme den mal auf. Ja. Ich wollte den mal gucken. Das sah irgendwie ganz nett aus. Und einen haben wir noch. Von dem habe ich, glaube ich, noch nichts gehört. Es geht um den Film, den der Erik noch nicht, von dem noch nichts gehört hat. Und zwar geht es um Just Mercy mit Michael B. Jordan, Jamie Foxx und Brie Larson. Es geht, also die sind alle 3 Hauptrollen. Michael B. Jordan spielt Brian Stevenson, einen jungen Anwalt, der gerade seinen Abschluss in Harvard gemacht hat und sich für, sagen wir mal, benachteiligte und fälschlich verurteilte Straftäter einsetzen möchte.
gründet zusammen mit Brie Larson, die Eva Ensley spielt, eine Vereinigung, die sich für sowas einsetzt. Allerdings muss man dazu sagen, das Ganze findet dann in Alabama statt. Und in Alabama sind sie nicht ganz so aufgeschlossen dem jungen Anwalt gegenüber, da diese Stadt, wo sie da hinziehen, leider noch relativ rassistisch veranlagt ist. Dazu wollen sie eben bereits verurteilten Straftätern Rechtsbeistand leisten, was eben auch nicht besonders gut ankommt. Sie nehmen sich dem Fall von Walter McMillan an, gespielt von Jamie Foxx, der des Mordes angeklagt wurde und auch verurteilt wurde, er ist aber nicht wahr. So. Spoiler. Das wird von Anfang an gesagt. Also er beteuert die ganze Zeit seine Unschuld und die tun sich dann dem ganzen Fall auf, nochmal annehmen und stellen dann tatsächlich relativ leicht fest, dass das nicht mit rechten Dingen zuging bei der Verurteilung. Es wurden Zeugen nicht angehört, weil sie schwarz sind. Die wurden nicht mal benannt gegenüber dem Gericht und den Geschworenen. Sein Alibi wurde nie überprüft und solche Sachen. Also sie bringen halt diese ganzen Sachen ans Licht und versuchen, diesen Fall erneut aufzurollen. Und das ist die Geschichte dahinter. Und natürlich, was sie sich alles anhören müssen. Auch Brie Larson als junge Frau, die sich da mit diesem Schwarzen zusammentut und dann auch noch Verbrecher wieder auf freien Fuß setzen will. Das ist alles nicht ganz so einfach. Besondere an dem Film meiner Meinung nach ist, er beruht wiederum auf wahren Begebenheiten. Diese Organisation, die gründen, gibt es heute noch. Und die haben, wird auch noch am Ende eingeblendet, die haben über 130 fälschlich verurteilte Mitbürger versucht, wieder auf freien Fuß zu setzen oder versucht, denen zu helfen. Und das ist leider tatsächlich oft so, dadurch, dass es in vielen Staaten auch noch die Todesstrafe gibt oder zu der Zeit halt gab, werden da Leute hingerichtet, die gar nichts getan haben. Nur weil sie schwarz sind, als Beispiel. Ja. Das ist ein Film, den kann man und sollte man sich angucken. Ich habe ihn schon mal programmiert, der läuft am Montag wieder. Genau. Und mal abgesehen von der Besetzung... Da, also die Besetzung ist Wahnsinn. Jamie Foxx spielt diesen verzweifelten Insassen extrem gut. Werden dann auch noch andere Insassen gezeigt und kurz mal denen ihre Geschichte angerissen. Aber im Fokus steht halt der Prozess oder diese ganze Geschichte um Walter McMillan. Und Regie hat geführt Destin Daniel Cretton, der ja im MCU den nächsten Film gedreht hat, Shang-Chi. Oho. Der irgendwann mal kommt. Bei Disney Plus. Ja. Ich gebe diesem Film übrigens 9 Punkte. Wow. Cool. Weil der hat mich wirklich bewegt. Also der hat mich auch mitgerissen. Ich fand den extrem spannend. Warum hast du den anderen korrigiert von eben? Weil ich vorhin gesagt habe, ich gebe ihm nur 6,5 Punkte. Und du hast es nicht richtig eingetragen. Ich dachte 6 Punkte. Nee? Nein, ah, okay. 6,5. Okay, jetzt habe ich mir mal die 9 eingetragen. Ja. Jetzt war ich nämlich gerade in der Zeile oben drüber. Ja, also so, durchaus angucken. Ja, ich habe ihn mal programmiert. Dann werde ich beim nächsten Mal vielleicht wieder bis dahin schon geschafft haben, den mal reinzuschauen. Mal gucken, solche Filme, die sind ja immer ganz schön, die nehmen einen immer ganz schön mit, wenn man sieht, wie hilflos da manche so in das US-Wahlsystem oder nicht Wahlsystem, das gehört durch die Wahl, in das US-Justizsystem dann reingeraten und irgendwie dann nicht mehr rauskommen und so. Also für die Zuhörer, er läuft auf Sky, der Film aktuell, auch im On Demand verfügbar. Okay. Die Filmcharts und Starts können wir eigentlich locker überspringen heute, weil da kommt, glaube ich, nichts weiter. Und dann kommen wir gleich mal zu der Rubrik mit den Neuigkeiten. Hatte ich da eigentlich auch mal was dafür? Hatte ich da nicht mal so einen Newsbumper? Ewig nicht mehr gebraucht. Ich drücke mal hier drauf, mal gucken, was kommt. News. Hat funktioniert. Blindes Huhn und so, ne? Ja, das liegt ja auf einer unbeschrifteten Taste. Ich habe jetzt ein bisschen geraten. Es war jetzt 50-50. Ich habe Glück gehabt. Sehr geil. Ja, wo gehen wir denn jetzt in Zukunft hin ins Kino?
Ja, wir gehen weiter in die Innenstadtkinos, ist ja wohl klar. Nur, was diese Woche, ja, was Anfang der Woche bekannt wurde, was ich schon länger mit mir rumtrage, ist der Fakt, dass das Metropolkino in Stuttgart schließt, und zwar zum Jahresende. Das heißt, jetzt nach dem Lockdown, den Kino-Lockdown, nach der Zwangsaussperrung aus dem Kino, wird es Metropol nicht nochmal aufmachen, weil die dann jetzt eben anfangen schon aufzuräumen. Es wäre jetzt am 16.11. am Montag, wäre die letzte Vorstellung Metropol gelaufen, und zwar eine Sneak. Und danach hätten sie es am 17. wäre dann das Kino geschlossen gewesen. Das heißt, eigentlich hätte die Sneak Preview der Innenstadtkinos sich aus dem Metropol auch verabschieden dürfen. Was mir echt so ein bisschen den Frust über den beschissenen Virus und über die teils fragwürdigen Corona-Methoden dann doch ein bisschen hochkochen lässt. Aber es heißt drum, ist ein Stück weit nachvollziehbar, aber leider nicht zu 100% für mich. Aber das ist egal, da soll es jetzt nicht gehen, weil es geht darum, dass Stuttgart ein wunderschönes Kino verliert. Die Gründe sind nachzulesen im Internet. Für mich sind die Gründe allesamt komplett nachvollziehbar auch. Es gibt keinen wirklich schwarzen Peter bei der Sache, sondern es sind zwei Parteien, man konnte sich nicht einigen, ist halt dann so, Punkt aus Ende. Und da muss man dann auch mal einen Schlussstrich ziehen. Es ist schade, richtig, richtig schade, weil sowohl Metropol 1 als auch 2, ich habe da so viele Stunden schon verbracht und so viele Filme gesehen und so viele Sneaks auch schon moderiert, dass ich jetzt, dadurch, dass ich ja auch noch ausgefallen bin, noch einen schlimmeren Abschied quasi hatte, weil es jetzt schon eine ganze Weile weg ist oder raus bin aus dem Metropol, dann ist natürlich für mich auch nochmal persönlich so eine kleine Negativnote. Trotzdem ist es so, dass die Sneak auf jeden Fall weitergehen wird. Ich werde es jetzt noch nicht verraten, wie und was. So ein bisschen Spannung oben halten. Es gibt auf jeden Fall konkrete Pläne. Es wird weitergehen mit der Sneak in den Innenstadtkinos. Wie, was und was sich alles tun wird, das werden wir zu gegebener Zeit dann noch verkünden. Jetzt ist erstmal noch so, schade, es macht dicht. Und es gibt Initiativen, das Kino zu erhalten. Und ich will es nicht ausschließen, dass es erfolgreich sein könnte, aber wenn, dann wohl nicht mehr unter der Flagge der Innenstadtkinos. Da lege ich mich eigentlich mal fest. Ja, vielleicht noch für also wir werden ja jetzt nicht nur in der Region Stuttgart gehört, die wahrscheinlich alle schon mal irgendwie in dem Kino gewesen sind, sonst würden sie ja unseren Podcast nicht hören, weil wer hier aus der Gegend ist und sich für Kino interessiert oder Filme im Kino, der wird da schon mal gewesen sein. Für alle anderen, also das war halt mitten in der Innenstadt gelegen, in einem ehemaligen denkmalgeschützten Bahnhofsgebäude gebaut. Ja, das war der alte Stuttgarter Hauptbahnhof. Genau, da lief das noch mit Bahnhof und so. Ne? es waren da mehrere Kinos auch drin. Also das Metropol hatte selbst mehrere Säle. Ein Saal war ein ganz flacher Saal mit einer größeren Leinwand. Ein Saal war wie so ein Amphitheater gebaut, den ich auch sehr, sehr schön fand. Und da waren ja auch früher, man kann das ja nachlesen, wirklich Filmpremieren wurden dort gefeiert von internationalen Rang, wo irgendwie Errol Flynn da seine Filme vorgestellt hat und so. Weil das so ein schönes, tolles Kino war. Und die Innenstadtkinos bestehen halt aus mehreren Gebäuden mit mehreren Kinosälen. Und dieser Teil mit dem Gebäude, wo das Metropol drin ist, also das ist wirklich das ehemalige Premierenkino von Deutschland, das wird wahrscheinlich zumachen, was auch mit daran liegt, weil natürlich die Filmfirmen, die Verleiher jetzt ihre Filme nicht mehr ins Kino gebracht haben und dadurch auch so Top-Filme einfach gefehlt haben, womit die eigentlich schon ein bisschen gerechnet hatten. Und gesagt hatten, okay, wir können jetzt vielleicht das irgendwie durchstehen, ja, wenn dann eine neue Bond kommt oder dies und jenes kommt, aber das ist ja alles auf unbestimmte Zeit verschoben und alles sehr, sehr schade, finde ich. Und ja, mal gucken, wie es dann weitergeht, dann nach der Wiedereröffnung, die hoffentlich irgendwie bald passieren wird. Ja, das Trickfilm-Festival sucht ja jetzt auch eine neue Heimat, genau wie das Fantasy Film Festival. Mal gucken, ob man sich da auch noch irgendwie einig wird, ob das dann auch irgendwie. Ja, ich meine, die Innenstadtkinos, ich wollte gerade sagen, die Innenstadtkinos haben ja noch andere tolle Säle, wo man vielleicht dann so eine Veranstaltung ausrichten könnte. Lassen wir uns mal überraschen. Ihr hört es dann hier auf jeden Fall, sobald wie es spruchreif ist. Und
Ja, bis dahin machen wir die Heimsneak und gucken dann mal, wie wir dann irgendwo unterkommen. In welchen Saal der Innenstadtkinos. Wir werden auf jeden Fall unterkommen. Ja, das kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Zwar nur noch im kleinen EM mit 10 Leuten, aber es läuft. Also ich finde es wirklich, ich möchte gerne auch noch was dazu sagen. Ich finde es auch extrem schade, weil es weiß keiner, ich sag's jetzt einfach, das erste Mal, dass ich dich, Chris, getroffen habe, war Metropol. Ja. Hey. Ja. Der Dating-Ort, ey. Oh. Ja, da haben wir uns das erste Mal kennengelernt. In der Sneak, oder was? Ja, das erste Mal kennengelernt. Mich mit das klingt, als ob wir uns tausendmal kennengelernt haben. Ja, wir haben uns ja schon kennengelernt. Da habe ich dich das erste Mal Hallo gesagt. Durch meine Schwerkopfverletzung lerne ich sie jeden Morgen aufs Neue kennen. 100 erste Dates. Ach komm, du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Und deswegen finde ich das sehr schade. Hatte Christa moderiert? Das war die Zeit, wo ich... Ja, natürlich. Ja, das war die Zeit, wo ich gedacht habe, sie ist Kanadierin. Ja. Ja. Okay. Kate. Oh, Kate. Cool. Aber zeigt sich wieder, geschätzte Hörerinnen und Hörer, die Sneak ist eine gute Dating-Plattform. Das kann ich auch durchaus bestätigen. Also, aber sagt das nie dem Moderator. Weil wenn man nämlich irgendwie, was weiß ich, sich kennenlernt und sagt, okay, was machen wir denn heute? Man kann jetzt sagen Netflix und Chill und so, das ist aber schon sehr eindeutig, in welche Richtung das dann vielleicht geht. Vielleicht will man das am Anfang erstmal ein bisschen vage und offen halten, um erstmal zu gucken. Da ist Kino erstmal nicht schlecht, da kann man dann zur Not sich mal die Zeit auf den Film konzentrieren und danach getrennter Wege gehen, falls es doch nicht so das Ideale war. Oder falls nicht... ist dann zumindest nicht, dass man sich überlegen muss, ja, welchen Film suche ich jetzt aus? Ja, wenn ich jetzt, was weiß ich, irgendwie jemand kennenlerne und sage, oh, komm, lass uns mal in, was weiß ich, in den neuen Til Schweiger-Film gehen oder so. Wo man denkt, oh Gott, die finden den neuen Date Til Schweiger. Vorbei. Ja, gleich vorbei. Tja, das ist immer ein ganz guter Gradmesser, gerade wenn man sich so ein bisschen für Film und Kino interessiert, auch wie wird das angenommen und so. Manche kennen ja auch das Thema Sneak Preview noch gar nicht. Hey, hier, komm doch mal mit, Überraschungsfilm und lass uns mal gucken. Tja, vielleicht kommt ja auch irgendwas, wo man dann hinterher noch bei einem Kaffee oder einer Pizza noch ein bisschen diskutieren kann. Und jo. Ich habe noch zwei kleine News. Zum einen habt ihr, speziell Kate, hast du mitbekommen hier mit Johnny Depp, mit dem offenen Brief, den er da jetzt gemacht hat, ja. Also es betrifft dich ja, denke ich mal, weil du hast ja diesen, wie heißt das, unglaubliche Tierwesen oder so? Fantastische Tierwesen. Fantastisch, ja, ich habe den Film nicht geguckt. Fantastische Tierwesen, du fandst ihn ja echt toll, den Film, und er hat ja da auch eine prominente Rolle gespielt gehabt in dem Film. Ja. Grindelwald. Und er hat wohl offensichtlich gab es irgendeine Frau, die ihm irgendwas anhängen will, oder vielleicht stimmt es auch, man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat das habe ich nicht mitgekriegt. Nö. Da gibt es eine riesen Presseschlacht und hier mit Gerichtsverhandlungen, wo sie sich gegenseitig sämtlichen Dreck an den Kopf werfen. Ach du meine Güte. Ja, richtiger Rosenkrieg. Jedenfalls die Frau, die ihm was anhängen will, ist seine Ehefrau wegen häuslicher Gewalt und so. Aber. Ach so, das ist ja noch fieser. Ja. Naja, auf jeden Fall hat er die Produktionsfirma gesagt. Fand ich die Äußerung, sie will ihm was anhängen, ganz gut. Ja, ich hab nur den Brief gesehen, da stand jetzt nicht drin, wer. Ja, stand nur die Erklärung drin, und ich kenne mich in diesem Gossip nicht so aus. Dafür habe ich euch, ja. Und also jedenfalls wird er sich jetzt hier aus diesem, hat ihn die Produktionsfirma Franchise, doch mal rausgedrängt, dass er doch... Und ich hoffe, sie finden einen adäquaten Ersatz. Ich glaube, Johnny Depp kannst du nicht so richtig ersetzen. Ne? Ja, nicht wirklich. Also den Grindelwald hat er schon verdammt gut gespielt. Also das müssen sie verdammt gut erklären, wenn sie das jetzt mit einem neuen Schauspieler besetzen. Also innerhalb der Story muss das erklärt werden, warum der jetzt anders aussieht. Keine Ahnung. Naja, kann Colin Farrell? Ein Zauberer. Vielleicht hat er sich ja... Ich hätte jetzt gedacht, da müssen sie es halt erklären, indem er, weil er halt einer der meistgesuchtesten ist, dass er sich per Zauberkraft sein Aussehen verändert oder so, damit ihn nicht jeder erkennt. Ja. Keine Ahnung. Colin Farrell. Der hat doch da schon mitgespielt. Ja, eben. Ja, aber der kann sich doch nicht wieder... Dem seine Figur ist doch... Also, die war doch der gleiche Mensch. Ja, der kann sich doch nicht wieder in den zurückverwandeln, weil das ist... Der wird doch auch gesucht dann. Er kennt doch auch jeder wieder. Ja, aber das ist ja der Witz an der Sache. Nein?
Nein. So, ich guck grad mal, Eddie Redman. Ist da überhaupt ein neuer Film angedacht? Ja. 2022. Ich habe jetzt gerade bei IMDb geguckt unter Fantastic Beasts, aber da zeigt er nur die... Also tatsächlich sind 6 Filme angedacht. Aber wegen Corona haben sie jetzt die Dreharbeiten vom dritten auch erstmal aufgeschoben, glaube ich. 2021, doch, hier ist es. Ja, also ist eigentlich der Plan. Aber ob das jetzt so klappt, ist ja Hat Jude Law schon im Ursprünglichen mitgespielt? Ja. Okay. Ah, ich habe es gerade gelesen. Ja. Und da machen die auch noch 6 Filme draus. Okay. Der Plan ist, 6 Filme draus zu machen. Aber es gibt die Story gibt es eigentlich auch her. Von daher. Okay. Ja. Okay. Du hast keine Ahnung, wer Gellert Grindelwald ist und wie der in der Geschichte von Hogwarts und allem verbandelt ist. Das gibt die Story her, 6 Filme. Definitiv. Ja. Ja. Kann Lass sein. Dir das mal von der Expertin sagen. Okay. Okay. Ich bin gespannt. Alles. Du weißt dafür nicht, was Moff Gideon alles gemacht hat, ja? So. Wenn man auch sehen will, wer alles was gemacht hat, kann man sich mal den neuen Trailer angucken für das Lego Star Wars Holiday Special. Das ist ja das erste Lego Holiday Special seit 1970, als es das erste gab, was sehr schlecht angekommen ist bei Fans damals, was man aber immer noch aus nostalgischen Gründen mal gucken kann, wenn man möchte. Also ganz abgefahren, ne? So wenn Darth Vader da zur Weihnachtsfeier kommt und so. Und dieses Jahr kommt ein Lego Star Wars Holiday Special und der Trailer sieht echt witzig aus. Ich hab sehr gelacht bei dem Trailer. Also ich freue mich darauf, wenn das kommt, das muss ich gucken. Das ist so lustig, ich werde den Trailer mit verlinken. Das wird ja dann auf Disney Plus irgendwie landen und da bin ich echt gespannt drauf und werde mir das auch sehr gerne anschauen. Und weil wir gerade Star Wars haben, die neue Folge von Mandalorian, Folge 2, die ja wieder kam, ist auch absoluter Hammer. Richtig, richtig Chapter gut. Chapter 10, ne? Mhm. Ey, richtig Wahnsinn. Gut. Und wer das könnte man auch als Halloween-Folge bezeichnen. Ah ja, so schlimm war es nicht. Ach, schon gruselig. Okay, jetzt switchen wir so langsam rüber zu den Serien. Serien. So. Ich habe ja Star Trek Discovery damals die erste Staffel ganz gut durchgeguckt. Fand ich sehr, sehr gut. Ich gucke das auch übrigens. Ich gucke das auch. Ja, sehr gut. Ja. Dann muss ich nicht alleine hier Monologe halten. Und bei der zweiten Staffel habe ich mich echt schwer getan. Ja. Und ich habe die auch irgendwie quasi durchgebinged dann, als die draußen war, aber habe sie nur noch so nebenbei mitlaufen lassen, wo ich gedacht hatte, okay, irgendwie, es hat mich überhaupt nicht mitgenommen. Ich weiß nicht warum, irgendwie hat es mich verloren und das war mir alles... Ich weiß, was du meinst. Die Story hat sich irgendwo total verloren in der zweiten Staffel. Also war immer noch relativ durcheinander erzählt, so wie in der ersten Staffel auch, aber das gehört irgendwie zu der Serie dazu. Aber sie war irgendwie nicht mehr so mitreißend, nicht mehr so spannend, fand ich, die zweite Staffel. Ja, es war irgendwie, es hat sich so angefühlt wie früher, wenn da so ein Autorenstreik war in den USA, wo dann so mittendrin irgendwie mal so ein Bruch ist in der Erzählweise und irgendwie ist dann wieder was ganz anderes und dann merkt man, es wurden wieder Sachen vergessen, Storylinien aufzunehmen und deswegen, ich hab das dann nur noch so mitlaufen lassen und hab das zu Ende geguckt, die zweite Staffel und hab jetzt lange gebraucht, bis ich mich jetzt hier an die dritte rangetraut habe. Da erscheint ja jede Woche eine Folge, ähnlich wie bei Mandalorian. Und da gab es jetzt irgendwie 3 oder 4 Folgen, weiß nicht, wie viel da jetzt da ist. 4 müsste jetzt eigentlich 4, sein. Genau. Ja, da habe ich jetzt gestern quasi, Samstag, habe ich die alle 4 Folgen geguckt in einem Rutsch und bin total begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das Ruder so rumreißen können. Oh, ich bin so froh, dass es dir gefällt. Vor allem, das ist so ein bisschen Jump the Shark. Vielleicht haben sie selber gemerkt, dass sie das ein bisschen Mist gemacht haben mit der zweiten Staffel. Chris, du schaust ja nicht, ne? Vielleicht für dich zur Erklärung. Die sind halt dann durch ein Wurmloch in die Zukunft geraten und die mussten das halt machen. Das war fast 1000 Jahre in die Zukunft. Mussten das halt machen, um da zu vermeiden, dass irgendwie das ganze Universum war in Gefahr, bla bla, irgend sowas. Ja? Landen halt jetzt in der Zukunft erstmal getrennt voneinander. Das heißt, die eine
Die eine Chefin da, Michael. Ja, genau, Michael Burnham. Ja. Die landet halt auf einem Planeten und muss sich dann so einem Schmuggler/Kurier anschließen, der so ein bisschen deutliche Züge von Han Solo vom Charakter hat. Und da gibt es dann auch mal so einen Mos Eisley-Raumhafen, wo die dann so ihre Schmuggelware dann anbieten können und so. Und sie weiß halt nicht, wann kommt das Raumschiff an. Ja, sie ist allein durchs Wurmloch gegangen und befindet sich halt wirklich 1000 Jahre in der Zukunft. Wenn du vorstellst, Star Trek spielt ja eh schon in der Zukunft, dann nochmal 1000 Jahre. Und da hatten einfach die Autoren völlig freie Hand, jetzt mal diese Welt von Star Trek zu verlassen, wo es ja wirklich so beinharte Fans gibt, wenn du da ein was anders machst, wo die sagen, ey, das gibt's nicht hier, und riesen Shitstorm. Und jetzt sagen sie einfach mal, ey, wir sind jetzt einfach mal 1000 Jahre voraus und ja, scheiß drauf, alles andere ist hinfällig, was war. Und das ist so erfrischend und gut. Und wie gesagt, sie muss sich halt erstmal dort orientieren. Was ist da? Wo ist sie überhaupt? Auf welchem Planeten? Und was ist überhaupt passiert? Weil sie stellt dann fest, dass es manche Sachen nicht mehr gibt. Ja, einfach das ist so geil. Die alltäglich waren. Und irgendwann kommt dann natürlich auch die Discovery auch noch an. Die müssen sich auch erstmal zurechtfinden. Und das ist einfach so großartig gemacht. Und du kannst da auch locker das gucken, ohne die Folgen oder die Episoden vorher gesehen zu haben. Du könntest theoretisch die letzte Folge der zweiten Staffel angucken. Dann weißt du, warum die springen in die Zukunft und fertig. Und dann weiter. Nee, musst du noch nicht mal. Du kannst die erste Folge angucken. Ah, da gibt es ja noch eine Zusammenfassung. Ja, brauchst du aber fast gar nicht, weil die springen ja in die Zukunft. Dann fängt eine komplett neue Story an, finde ich. Und das aber man sollte schon wissen, warum die in die Zukunft gesprungen sind. Also das welche Hintergründe es da hatte. Ja, Universum war stand auf der Kippe, wie es halt immer so ist. Ne? Ja. echt geil, Chris. Vielleicht gibt es mal eine Chance. Dritte Staffel mal reingucken. Man müsste übrigens dazu sagen, dass Michael Burnham die Stiefschwester von Spock ist. Eine Halb-Vulkanierin auch. Ja. Ja. Ist wirklich gut. Das ist echt, also ich hatte, als du es rein ins Dokument geschrieben hast, hatte ich echt Angst, dass du es jetzt voll verreißt, dass du es ganz schrecklich findest, weil ich feiere die dritte Staffel extrem. Ich habe mir gedacht, ich gucke in die erste Folge mal rein und stell dann fest, nee, es ist so scheiße und beende das Thema für immer. Aber jetzt, blöderweise habe ich dann, blöderweise hat es mir gefallen und ich habe dann weitergeguckt und die erste war schon gut und die zweite war ja noch einen Zacken besser und es ist richtig, richtig gut. Also vielleicht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn es euch genauso ging mit Star Trek Discovery, dass ihr auch irgendwann den Faden verloren habt in der zweiten Staffel, oder ja, dann gebt der dritten mal eine Chance. Man kann da auch locker einsteigen. Ja, Chris, stell dir einfach vor, so Science Fiction, du bist von eh schon Science Fiction mit Raumschiffen, mit Transportern einfach nochmal 1000 Jahre voraus. Was kann denn die Technologie, wenn du überlegst, was schon in den letzten 10 Jahren die Technologie und was die da für geilen Scheiß haben in der Zukunft, das ist so cool. Und was da so Normalität ist bei denen, ja, und sie kommt halt aus unserer Zukunft schon dahin, für die ist schon was ganz anderes Realität und kommt dahin, wird trotzdem noch überrascht, was es da alles gibt und das ist echt gut. Auch die Nebencharaktere und dann gibt es dann so Geschichten, wo die auf diesem Eisplaneten da sind und super. Ich fand's echt gut. Die haben, glaube ich, auch ein bisschen was so vom Mandalorian mit reingenommen, fand ich. Da waren so eine Spur. Da waren so ein paar Anklänge mit drin. Wahrscheinlich haben sie gemerkt, okay, das hat Erfolg und vielleicht sollten wir das auch so ein bisschen aufziehen. So. Und ich find's richtig gut. Also Star Trek Discovery von mir eine Empfehlung. Kann man auf Netflix gucken. Und Staffel 3, wie gesagt, wer noch gar nichts geguckt hat, kann auch locker mit 3 anfangen. Und da wird's erklärt. So, jetzt bin ich auf ein Rätsel gespannt. Das ist schon ganz ruhig. Rätselecke. Hat sich schon seelisch und moralisch auf sein Rätsel vorbereitet. Oder ihn hat es überhaupt nicht interessiert. Nee, Star Trek. Also es gibt ja das Gerücht, dass man nicht Star Wars und Star Trek Fan sein kann. Man muss sich für eins entscheiden. Ich halte das für ein Gerücht. Aber der Chris ist halt eher Star Wars. Star Trek ist jetzt nicht so. Ich mag beides. Ich finde auch beides gut. Beides, ich gucke gerade Voyager. Ich muss sagen, im Kino finde ich Star Wars besser. Das wirkt irgendwie mehr für die große Leinwand.
Wahrscheinlich auch, weil Star Trek habe ich ja zu Hause im Fernsehen, ZDF irgendwie geguckt und so. Es ist für mich irgendwie so, das Serienerlebnis irgendwie jede Woche auf eine neue Folge freuen. Es ist schon sehr ungewöhnlich, dass das Star Wars jetzt auch gibt, ja, mit jeder Woche eine neue Folge. So. Ja, ich mag beides sehr, sehr gerne. Ich möchte an der Stelle ganz kurz einhaken und sagen, ich habe die Picard-Serie sehr gefeiert. Ah, okay. Ja, 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 okay. Nachweislich. Ich nehme alles zurück. Auch in diesem Podcast besprochen. Aber ja, es ist schon schön, mit was für Menschen man heute hier zusammen. Ja, aber Chris, du bist jetzt nicht wie ich und sagst, ach komm, ich guck mal Voyager noch mal von vorne. Nee, ja? Um Himmels Willen, das würde ich ja noch nicht mal sagen. Ich guck das gerade. Ich guck gerade jeden Abend 1, 2, 3 Folgen Voyager. Oh. Und es ist einfach geil. Es ist einfach, du hast halt auch diese Kadetten und so wie Ensign Tilly gibt's da halt den anderen. Die Geschichten sind einfach cool. Und ich mag ja Janeway. Ja, Neelix ist anstrengend. Aber Janeway, ich mag Catherine Janeway einfach. Okay. Hätten wir das auch mal erwähnt? War das jetzt schon das Rätsel? Rätsel! Nee, Rätsel! 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 Bin bereit. Ich hab mir überlegt für diese Woche, wir kehren mal zu den Anfängen des Rätsels hier zurück. Das heißt, ich suche einen Film und nenne euch nach und nach Schauspieler aus diesem Film oder Darsteller aus diesem Film. Okay. Seid ihr bereit? Nie. Ich möchte also an dieser Stelle noch betonen, ich gehe fest davon aus, dass ihr beide den Film gesehen habt. Okay. Also wir können zwischendurch reinrufen hier, oder? Es ist jetzt nicht so. Ja klar, kannst du zwischendurch reinrufen. Nur kurz die Regeln klären. Du kannst strecken und wenn ich dann dein Strecken sehe, nehme ich dich dran. Sagst du uns auch, von wann der Film ist? Nö. Ob das ein älterer ist oder ein neuerer Film? Was ist für dich alt, was ist neu? Alt ist 80, vor den 80ern, neu ist nach den 90ern. Alt halt, alt ist alt. Was ist dann die Zeit zwischen 80 und 90? Aber ist ja egal. Für mich ist alles, was nach den 80ern kommt, neu. Wollte ich nur erwähnen. Okay, dann ist es nach eurer beiden Definition ein neuer Film. Okay. Okay, wir fangen mal an. Ich überlege gerade, welche Schauspieler ich alle vorlese. Vielleicht nehme ich nur die, wo ein Foto haben. Alan Smithy. Das ist spannender. Ach Gott. Okay. Also, fangen wir doch mal an. Adam Brooke. Das wäre jetzt der Witz, wenn jetzt jemand sofort... Ach, das war... Ach, ja. Stephen Monroe. Kenn ich John nur. Smith Jr. Kenn ich nur. John Smith, ey. Abdul Salam El Razak. Exhibit. Ach du Scheiße. Warte mal, wo hat ein Ex mitgespielt? Hat er nicht. Paul Bates. Obi Trice. Malik Barnhart. Ist es Menace to Society? Nein. Anthony Mackie. Boys in the Hood. Nein. Anthony Mackie. Wie ist das? Barbershop? Chloe Greenfield. Michael Shannon. Taryn Manning. Michael Shannon. Eugene Bird. 8 Mile? Ja, 8 Mile ist richtig. Ah, 8 Mile, ja. Stimmt. Es werden jetzt noch gekommen, D'Angelo Wilson, Omar Benson Miller, Evan Jones, Brittany Murphy, Mackie Pfeiffer, Kim Basinger und Eminem. Ich glaube, bei Brittany Murphy und Mackie Pfeiffer, da hätte ich es gehabt. Ja, ja, da wär man dann drauf gekommen. Aber ich gehe fest und richtig davon aus, dass ihr beide den gesehen habt. Ja, natürlich. Ja, war super. War ich im Kino. Ja. One chance. One opportunity. It's everything you ever wanted. Would you capture it? Or let it slip? Es war so cool, die Geschichte, wo er damals für einen Oscar nominiert war für den besten Filmsong und dachte, oh, das gewinne ich eh nicht, da gehe ich nicht hin zu dieser Veranstaltung. Deswegen fand ich so cool, dass sie ihn dann bei der, den hatten sie ja später bei irgendeiner Oscar-Verleihung dann nochmal da durfte es nochmal performen. Ja. Ja, jetzt bei der letzten, oder? Ja, ich glaube, es war sogar die letzte. Letzte oder vorletzte? Ja. Kommt er da plötzlich hochgefahren? Stimmt, hey, bei Exhibit, ich war dann irgendwie ja auf einem anderen Trip. Irgendwie. Ja, bei Anthony Mackie, ne? Ja. Aber der Exhibit, der hatte in irgendwelchen billigen Actionfilmchen irgendwo mitgespielt gehabt. Da war ich irgendwie auf dem falschen Dampfer, da habe ich in die Richtung überlegt gerade.
Und bin ich noch nicht wieder rübergekommen. Ja, aber Obi tries. Also. Ja, ja, ja. So, dann setze ich hier das mal das X hier rüber zu Kate. Das Exhibit zu ihr rüber. X. X. X to the Kate. X don't give it to you. Oh, ich habe hier schöne Rätsel in meinem Ding. Mal sehen, wann ich wieder dran bin. Okay. Wenn's ein Rätsch. So, Musik, das war hier. Musik. Wir haben eine Spotify-Playlist, die heißt Kinocast Songs. Die könnt ihr kostenlos abonnieren. Und bekommt ihr jede Woche bei der Aufnahme 3 Songs empfohlen, die vielleicht was mit Filmen zu tun haben, vielleicht auch nicht. Und wir singen da nicht selber, so vielleicht zu sagen. Ja, das. Ja. Nur mal so. Okay. Ja, du hast, besser. Ich sehe gerade, du hast da eins eingeladen. Hast du wahrscheinlich extra gewartet, bis du dein Rätsel gestellt Natürlich hast? Natürlich habe ich extra damit gewartet. Mhm. Ich habe nämlich aus dem Film 8 Mile Eminem Lose Yourself. Oscar, Gewinner. Ah. Bester Filmsong. Ha. Jawohl. Ja. Kate, was hast du? Ich habe von Casper Jambalaya. Ist das K-Pop? Nee, wir haben ja Hexen geguckt. Ich kenn doch Kasper. Und wir haben ja Hexen ja. geguckt und da sagt die Octavia Spencer irgendwann mal Jambalaya, also redet von dem Essen und dann fällt mir immer wenn ich Jambalaya höre, denke ich an diesen Song. Ah, nee, weil Kasper. Du vorhin sagtest, deine Songauswahl heute hat auch was mit K-Pop zu tun, aber dann ja wohl eher nicht. Nee, ich habe gesagt aus einem Film. Ah, okay. Okay, und ich habe hier mal von Joachim Witt und Peter Heppner Was bleibt? Und damit sind wir ja schon durch. Was hier mit Gewinnspielauslosung? Ist nicht mehr da, ne? Kann nee, weg. Haben wir doch schon. Ja, mach ich's mal weg. Dann haben wir heute eigentlich nichts mehr. Auf jeden Fall vielen Dank an alle, die uns auf diversen Wegen unterstützen, sei es nun durch Teilen der Beiträge oder nette Kommentare schreiben oder auch über unsere Patreon-Seite. Wo ja mittlerweile auch schon einige da am Start sind. Vielen Dank euch allen, die ihr uns damit unterstützt, dann so die Serverkosten zu bezahlen und irgendwelche Gewinnspiele, die wir veranstalten. Das kostet ja auch immer was. Und wenn ihr das auch machen möchtet, schaut einfach auf kinocast.net. Ganz oben gibt es so einen Button, der heißt Danke für eure Unterstützung. Da könnt ihr das tun. Ich möchte übrigens mal auch ganz explizit mal alle begrüßen, die uns auf Spotify hören. Irgendwie gehen die Hörerzahlen auf Spotify extrem ab. Also ich weiß nicht, ob das jetzt was mit dem Lockdown zu tun hat, dass irgendwie alle Leute ihre bisherigen Podcasts alle schon durchgehört haben und jetzt irgendwie auf der Suche nach neuen Sachen sind. Also es sind nicht nur die Abonnements, die nach oben gehen, sondern wirklich auch die Hörerzahlen, die gehörten Podcasts und gehörte Sendungen. Da sind noch manche dabei, die irgendwie nochmal bestimmte ältere Sendungen nochmal nachhören und so. Finde ich sehr toll. Also viele Grüße an euch alle, die ihr das jetzt gerade über Spotify hört. Und wenn ihr möchtet, schaut doch mal auf kinocast.net vorbei. Das ist hier der dazugehörige Blog zu dem Podcast. Und wir haben auch eine Facebook-Seite. Und es gibt ja auch die Metropol-Sneak-Facebook-Seite. Da könnt ihr dann auch zum Beispiel schauen, was so für Filme getippt werden für die Sneak-Preview oder was da so abgeht. Ja, dann werdet dort mal Mitglied in der Gruppe. Kostet ja auch nichts. Und werden auch keine Verschwörungstheorien dort verbreitet, außer was kommen könnte. Das okay, dann euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Und dann Gerne. Hören wir uns nächste Woche wieder, nachdem wir unsere Sneak Preview gesehen haben. Chasing Bullet, Man, Myth, McQueen. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bis bald im Kinocast.